Hier hat man auf jeden Fall Benzin im Blut. In dieser Klassikwerkstatt stehen Kultkarren aus längst vergangenen Tagen. Und der Chef des Ganzen, Uwe Kermer, schraubt hier auch noch selbst. Dieses blaue Coupé aus den 60ern ist seins. Er liebt seinen alten Renault über alles. Mit modernen Autos kann er nichts anfangen. Es ist auch so, wenn du irgendein Problem hast, du kannst es ja hören oder sofort sehen. Heutzutage mit den neuen Autos, das ist die Elektronik findet die Fehler ja schon, bevor wir das überhaupt erschnuppern können. Ne? Aber es ist. Das ist im Blut drin. Das ist einfach im Blut drin. Ich kann es noch nicht mal richtig erklären. Es ist einfach Leidenschaft. Ja, einfach schön. Seit 2015 leitet der 58-Jährige die Werkstatt hier in Hemmingen. Egal welche Marke, hier machen sie jedes Auto wieder flott oder restaurieren es gleich ganz. Kunde Holger Zinsch hat ein Problem mit seinem alten VW-Bus. Irgendwas stimmt nicht mit dem Öl- und Temperaturfühler. Der Oldtimer-Besitzer kennt das schon, denn sein Bus zickt häufiger mal rum. Wir waren vor 2 Jahren in Schweden-Norwegen. Da sind wir dann bis zum Polarkreis Kiruna gekommen. Da war dann 3., 4. Zylinder, keine Kompression. Sind wir dann liegen geblieben, haben das Auto stehen lassen. Haben dann 6 Wochen gewartet, bis der ADAC es wiedergebracht hat. Kommt halt vor. Also wenn man in so ein Auto einsteigt, dann gehe ich immer davon aus, ich komme damit nicht nach Hause. Und so landet die Kultkiste häufiger mal in der Werkstatt. Doch das macht Holger Zinsch nichts aus. Er liebt seinen Wagen. Ich sage immer, wenn ich hier mit dem Auto bei Rot über die Kreuzung fahre, dann winken die Leute und lachen. Machen Sie mir einen modernen Auto, zeigen Sie mir einen Mittelfinger. Das ist so irgendwo, wo man auch mal ein Lächeln den Leuten aufs Gesicht zaubert. Na, weil so alte Autos, ja, sieht man halt oder guckt man sich gerne an. Absolut. So wie diesen Luxusschlitten, der Rolls-Royce Silver Shadow, der mittlerweile rund 100.000 Euro wert ist, war in den 70ern das englische Luxusauto schlechthin. Mehr ging nicht. Aber kaputt geht eben auch an solchen Autos immer mal wieder was. Wir müssen jetzt prüfen, der hat ein thermisches Problem. Das heißt, der wird unter Umständen zu warm. Das Kühlwasser wird zu warm. Und jetzt müssen wir prüfen, ob der Kühler soweit Durchfluss noch hat, ob das Netz dicht ist. Und dann müssen wir dann sehen, wie wir dann reagieren. Man könnte zur Not noch einen Elektrolüfter zur Not vorsetzen. Ne, das können wir noch machen. Ja, aber von heute auf morgen wird das nichts. Die seltenen Teile müssen bestellt werden und das dauert. Genau wie die Wartung und Reparatur dieses deutschen Oberklassewagens der 60er Jahre. Die Hydraulik der Fensterheber und Zentralverriegelung muss für mehrere tausend Euro ersetzt werden. Das ist so das Highlight des Automobilbaus aus den 60er Jahren. Da hat der Hersteller alles reingesteckt, was es ging an Ingenieursleistung. Und das ist eine richtige Herausforderung. Also der hat ganz viele Features, die es also damals definitiv nicht gab, wie automatische Fenster, automatisch öffnende Heckklappe, automatische Sitze, hat ein Luftfahrwerk. Und der ist gebaut worden, eigentlich für die Bundesregierung oder auch für die Staatsgäste und halt Prominente. Man muss schon das nötige Kleingeld besitzen, um hier Kunde sein zu können. Dieses Käfer Cabrio aus den 70ern wird komplett restauriert. Knapp 50.000 Euro verschlingt der Neuaufbau. Und wenn alte Bleche nicht mehr lieferbar sind und auch Schweißen nichts bringt, dann wird eben selbst geformt. Dadurch, dass wir die Pressen nicht mehr haben, müssen wir die Bleche eben walzen. Das heißt, wenn die gewalzt werden, dann wird das Material gestretcht und somit kriegst du eine neue Form rein. Und geformt werden muss bei dem einen oder anderen Wagen eine Menge. Zu schade für den Schrott wird so manches Schätzchen aufwendig wiederhergestellt. Seinen blauen Flitzer hat Uwe natürlich auch hier restauriert. Mit dem geht sogar regelmäßig auf die Piste. Er nimmt an Oldtimer-Rennen in ganz Deutschland teil. Seine Frau kümmert sich in seiner Werkstatt ums Organisatorische. Bei ihrem Mann spielt sie oft nur die zweite Geige. Autos gehen immer vor. Und sieht sie in den Kürzeren? Natürlich. Immerhin möchte der 58-Jährige seine Frau als Beifahrerin nicht missen. Sie bestimmt sogar meist, wo es hingeht. Hauptsache Uwe sitzt am Steuer. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich da drin sitze. Das ist Entspannung pur für mich. Entspannung pur. Also du kannst, wenn ich ein paar Kilometer mit dem Auto gefahren bin, bin ich ein anderer Mensch. Und das kommt häufig vor, denn obwohl Uwe Kermer nur wenige Meter von seiner Klassikwerkstatt entfernt wohnt, fährt er natürlich mit dem Auto. Ja, wie auch sonst, wenn man Benzin im Blut hat.